Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. Und zu unserer Sonntag-Challenge. Und wir haben diesmal nicht von euch abstimmen lassen, sondern wir haben das Thema einfach mal festgelegt. Oh mein Gott, wie frech von uns. Genau, weil wir uns gedacht haben, unser Studio, wir haben da schon ein bisschen umdekoriert wieder, weil uns das mit dem Kürbis langsam nicht mehr gefiel. Wir haben ihn abgenommen. Aber das sieht nicht so richtig winterlich und weihnachtlich aus. Und das wollen wir heute ändern. Unser Studio bekommt ein Makeover und es wird weihnachtlich bei uns. Wir haben uns beide eine Seite wieder ausgesucht und werden dort weihnachtlich und winterlich für euch dekorieren. Natürlich auch für uns. Ja, genau. Für unser Studio, damit es wieder richtig schön aussieht. Also, los geht's mit Idee Nummer 1. Eva und ich haben vereinbart, dass ich hier die Wand umdekoriere. Beim letzten Mal hatte Eva ja das gemacht, die hat hier diese schönen Leinwände gestaltet und hier die Blätter aufgehängt. Und ich glaube, die Blätter, die können als erstes schon mal ab. Das passt ja wirklich gar nicht mehr zu dieser Jahreszeit. Ja, die Blätter, die werde ich erstmal gut beiseite legen, vielleicht fürs nächste Jahr. Und ich habe schon 2 Leinwände besorgt. Die kommen auf jeden Fall hier links und rechts an die Wand und die werde ich richtig schön gestalten. Dafür habe ich hier Glitzer und Sprühfarbe in Gold und in Pink. Also es wird alles ein bisschen goldpink bei mir. Ich habe auch ein paar goldene Schleifenbänder, also so ganz unterschiedliche. Und um den Glitzer zu befestigen, werde ich auf jeden Fall noch Klebstoff benutzen. Aber hier in der Mitte, das würde ich auch gerne ändern. Deswegen habe ich mir noch was Schönes für die Mitte überlegt. Dafür habe ich hier einfach so eine alte Pappe. Die werde ich in Form eines Tannenbaums ausschneiden, auch bunt ansprühen und mit diesen niedlichen kleinen Kügelchen dekorieren. Und ich habe hier auch so eine Lichterkette besorgt. Eine Lichterkette mit 40 LEDs. Und das ist so eine Mini-Kette. Ich kann euch die mal zeigen. Ich finde die super süß. So ein ganz dünner Draht und das kann man super gut dann so um die Pappe drum wickeln. Ich muss erst noch Batterien reinlegen. Ich werde es euch gleich auf jeden Fall noch zeigen. Und zum Dekorieren werde ich da auch auf jeden Fall die Schleifenbänder benutzen. Ich habe hier noch so Perlenstifte. Also das ist so eine flüssige Farbe und wenn das hart wird, das sind das einfach so ein bisschen so kleine Permutperlen. Ich habe hier noch super süße kleine Sternchen zum Dekorieren. Also es wird alles richtig schön glitzerig, gold und pink und hier ist auch nochmal ein Pink dabei. Also ja, schauen wir mal, wie das gleich aussieht. Ich werde auch die Lichterkette, also das passt ja natürlich sehr, sehr gut zu der Weihnachtszeit, aber da werde ich vielleicht noch so ein paar Sterne dranhängen. Da muss ich gleich mal schauen, ob ich da noch eine schöne passende Pappe finde. Da schneide ich einfach ein paar Sterne aus und hänge die dann hier noch mit dran. Und vielleicht an meinen kleinen Weihnachtsbaum dann auch noch. Ich starte mal mit meiner Tanne und dafür werde ich jetzt einfach mit dem schwarzen Filzstift hier eine Tanne aufmalen. Und das Ganze dann mit der Schere ausschneiden. Meine Tanne und die beiden Leinwände werde ich jetzt mit den Sprühfarben ansprühen. Das mache ich aber draußen. Das sollte man auf gar keinen Fall drin im Zimmer oder im Studio machen. Deswegen, ich gehe einmal raus, werde das Ganze einsprühen und dann seht ihr das Ergebnis. Und wenig später bin ich wieder da. Ich habe das Ganze jetzt draußen eingesprüht. Mit der goldenen Farbe, wie ihr seht, hat es nicht so gut geklappt. Es ist ein bisschen ungleichmäßig. Aber das Pink, das hat richtig gut geklappt. Also sieht er jetzt auch ein bisschen aus wie lila. Das ist eine ganz schöne glatte Oberfläche geworden. Und hier, ja, ein bisschen fleckig, aber ich glaube, wenn ich da noch Glitzer mit drauf gebe, das gibt einen sehr, sehr schönen Effekt. Vielleicht seht ihr auch hier, ist mir auch ein bisschen Wasser drauf getropft. Leider ist ja momentan auch draußen Regenwetter, aber auch das könnte ich mir vorstellen, wenn das jetzt gut trocknet, gibt einen interessanten Effekt. Ich werde es euch auf jeden Fall zeigen, wenn es getrocknet ist und ich bin schon selber sehr gespannt, was dahinter raus, also am Ende bei rauskommt. Die Leinwände und meine Tanne sind jetzt richtig gut getrocknet. Die Tanne, das ist wirklich ganz gleichmäßig geworden von der Farbe und die Leinwände sehen so ein bisschen wolkig aus. Aber ich glaube, in der Kombination mit Glitzer und kleinen Glitzersternchen wird das Ganze gleich ganz gut aussehen. Zum Verzieren benutze ich jetzt als erstes hier den Perlenstift und Flüssigkleber. Trocknet klar steht da drauf. Den werde ich auftragen und dann direkt so ein bisschen Glitzer, Glitzersternchen und Glitzer drauf streuen. Bei Leinwand Nummer 2 werde ich den Klebstoff ein bisschen großzügiger mit dem Pinsel auftragen und dann Glitzer drauf streuen, also es wird eine komplette Glitzerfläche.
Das muss auf jeden Fall jetzt alles sehr gut trocknen. Jetzt ist meine Tanne an der Reihe und ich habe hier auch schon Batterien eingesetzt in die Lichterkette und die leuchtet richtig schön. Mit der Lichterkette werde ich die Tanne umwickeln und damit die Lichterkette nicht verrutscht, werde ich immer hier einen kleinen Schnitt reinmachen und die Lichterkette dann so da durchlegen. So, die Schnitte sind gesetzt und dann kann es losgehen mit dem Umwickeln. Also hier durch und hier dann auch rein. So, die Lichterkette ist jetzt überall drum gewickelt und ich habe zusätzlich auch noch so ein Glitzerband drum gewickelt. Und an das Glitzerband dran habe ich ein paar niedliche kleine Kugeln gemacht. Die können jetzt hier so hin und her geschoben werden. Ich finde, das ist aber noch nicht genug Deko. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar kleine Sterne basteln und die werde ich hier an den Baum hängen. Und außerdem werde ich die noch an die andere Lichterkette hängen, die auch da hinten an der Wand ist. Für die Sterne habe ich mir nochmal goldene und pinke Glitzerpappe ausgesucht und da werde ich mir einfach einen Stern, eine Vorlage basteln und den dann abmalen und ganz viele Sterne ausschneiden. Das ist meine Sternvorlage, die Pappe einmal von hinten und ich werde einfach mit einem Filzstift diesen Stern umranden und das ganz häufig und dann werde ich die ganzen Sterne ausschneiden. Wenig später habe ich jede Menge schöne kleine Sterne ausgeschnitten. Jetzt muss nur noch alles dekoriert werden und wie es dann letztendlich aussieht, das zeigen Eva und ich euch zusammen. Und bei mir wird es natürlich auch golden und pink. Ich habe mir überlegt, das IKEA-Regal umzudekorieren und dafür habe ich hier einmal so eine Lametta-Schnur gekauft. Da ist ein bisschen Draht drin, die kann man schön zu den verschiedenen Seiten biegen. Und eben schön dekorieren. Dann gibt es hier noch Schmuckband, auch in Gold, mit kleinen Sternchen dran. Auch super hübsch. Und ich habe hier Deko-Tape, kein Washi-Tape, sondern so glitzerndes Tape. Zwei Rollen, einmal in Pink, einmal in Gold. Und ich habe mir selbst klebende Schleifen gekauft. Die sind hier hinten einmal mit so Klebeflächen. Und die werde ich auch aufs Regal aufkleben. Also das wird super glitzernd und super goldig und pink. So, da sind wir und wir sind endlich fertig mit unserem Studio. Ich werde euch jetzt mal kurz zeigen, was ich hier gemacht habe. Ihr habt es ja schon mitbekommen, ich habe hier einen schönen Glitzerstern drauf gemacht. Hier rundherum sind auch diese Goldsterne. Das ist jetzt auch alles perfekt getrocknet. Und hier eine komplette Glitzerfläche. Das ist so schön. Wenn du mal ein bisschen näher ranfilmst, Eva, hier sind auch die Sterne dazwischen. Das sieht man auch. Ja. Gefällt mir auch super gut mit den Sternen. Und hier dann auch noch mal einer. In riesengroß mit diesen goldenen Perlen. Das ist voll hübsch und so ein leichter 3D-Effekt auch. Naja, und hier, das werde ich jetzt natürlich auch einschalten. Das ist der... Oh, da ist es, da leuchtet es. Der leuchtende Tannenbaum und Moment, hier unten die Lichterkette, die habe ich natürlich auch nochmal wieder neu gestaltet mit den süßen kleinen Sternchen. So eine Lichterkette ist unglaublich praktisch. Wenn die einmal hängt, man kann die zu jeder Jahreszeit frisch dekorieren. Diesmal haben wir alles hier so ein bisschen in Gold und Pink, ne? Mhm. Sehr, sehr hübsch. Und dann schauen wir uns jetzt mal an, was Eva dekoriert hat. Ich habe hier so ein bisschen Weihnachtsdeko aufgehängt. Schön in Gold sehr, sehr und schön. Pink. Es glitzert jetzt bei uns. Und hier diese coolen Schleifchen, ne? Die halten auch richtig cool. Ja, ein und besonders cool ist eben hier diese Lametta-Schlange. Lametta-Schlange. Rund um den Schrank. Also ich finde, das sieht auch voll ordentlich aus. Das passt super gut zu den Kartons, die wir da haben. Und dann, ja, alles so ganz geradlinig. Mhm. Also finde ich, sieht richtig cool aus. Perfekt fürs Kallax-Regal geeignet. Ja, das waren jetzt unsere beiden Ergebnisse. Einmal die Wand hinten und natürlich auch der kleine Schrank. Der kleine Schrank, der große Schrank.
Das große Regal. Das große Regal. Auf jeden Fall sieht es jetzt ein bisschen weihnachtlich aus und nicht mehr herbstlich, sondern ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen... Jedenfalls glücklich. Ich habe meine Weihnachtsdeko. Wir haben endlich so ein bisschen Weihnachten eingeläutet. Wir hoffen natürlich, dass euch das gefallen hat. Wenn ja, gerne Daumen nach oben. Sonst schaut natürlich unsere anderen Videos. Mhm. Ja, abstimmen natürlich. Wer hat es besser gelöst? Hashtag Team Kati. Oder Team Hashtag Eva. Team Eva oder Hashtag Team Beide. Und ihr könnt natürlich auch wieder auf unsere App abstimmen, welches Thema dann nächste Woche bei unserer Sonntag-Challenge dran kommen soll. Genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Do It Yourself Inspiration. Tschüss!